Hast du Lust, mit ganz neuen Einheiten für das Imperium und neuen Kampagnenmechaniken zu spielen, noch lange bevor Patch 5.0 Thrones of Decay, der Patch, der wahrscheinlich 25 Euro kosten wird, von Creative Assembly irgendwann in den nächsten Monaten rausgehauen wird? Nun, wenn dich das interessiert und du wissen willst, wie du nicht nur den ihr eisernen Koloss von Nullen, Ludwig Schwarzhafen, sondern auch Flaggeland Damen und Schwestern des Sigma in mehreren Stufen der Ausrüstung, ja, leicht zu mittel, zu schwer, zu überschwer, zu Landschiffen, zu Flugschiffen, zu monströsen Einheiten, Expat-Zwergen-Ingenieure für das Imperium, genauso wie Oger, Söldner und noch viele Einheiten mehr in deiner Kampagne haben möchtest, dann bleib dran und neue Kampagnenmechaniken gibt's auch noch und viel Spaß. Ja, meine hochverehrten Leute, hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, lasst gerne das Abo da. Hier auf dem Hamster-Kanal geht's nicht nur um Toad War Warhammer News und die geilsten Mods, die da draußen gibt und natürlich auch die Neuigkeiten zu Total War, Erster Weltkrieg und 40k, wenn sie rauskommen. Und ich weiß, das sind alles momentan Gerüchte, aber die Gerüchte sind bisher also ziemlich alle wahr gewesen, also wartet es nur ab. Aber heute geht es hier um einen ganz besonderen Mod, nicht nur einen einzigen, sondern ich habe euch ein ganzes Mod-Paket zusammengeschnürt, das euch nicht nur mit Sicherheit unvorstellbar viel mehr Inhalt bieten wird als der kommende DLC von Creative Assembly zum Imperium. Nicht nur haufenweise neue Einheiten, Fahnenträger, Offiziere, Champions und Musiker sind sogar auch dabei hier in dem Mod. Plus monströse Einheiten wie den eisernen Koloss von Nullen, neue Helden, neue legendäre Lords und Leute, ich weiß gar nicht, was man hier noch mehr haben will. Ja, insbesondere die Zwergen-Experts-Crankgunners finde ich persönlich ziemlich geil. Von wem sind diese Mods? Ich zeige euch mal kurz die Liste. Also einen Link zu dieser Mod-Liste, also beziehungsweise die Mods ganz, packe ich euch in die Videobeschreibung. Es ist der Warband Upgrade Ultimate für die Kampagne, genau wie Expanded Electoral Machinations and Intrigue, sowie die Old World Caravans, der hier gerade nicht zu sehen ist. Und ansonsten sind hier noch drauf Guns of the Empire für mehr Fernkampfeinheiten, ein Kompatibilitäts-Submod, die Sigmas Erben, dafür, dass es in der Kampagne gut funktioniert, Sigmas Erben Empire Overhaul Grafikeinheiten und die Sigmas Air Empire Overhaul ist hier mit drin. Und wenn ihr diese Mods installiert, alle zusammen, ihr müsst ja auch vielleicht ein bisschen rumprobieren, bis sie dann auch starten, habt ihr den Zugriff auf nicht nur neue Arten von Infanterie, die zum Beispiel die Priesterinnen des Sigmas darstellen, die wir unter anderem auch von Mordheim kennen. Nein, sie bringen euch auch ein bisschen mehr Nullen-Action rein, unter anderem mit dem Koloss von Nullen und sie bringen auch Nordland rein mit, na, wo habe ich sie hier versteckt, mit zum Beispiel hier den Nordland Seahawks, ich sage es jetzt mal auf Englisch, aus dem die Ritter des Nordsterns, die haben wir sogar hier einen Musiker dabei mit einem Trommler. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr episch, gerade wenn ihr Spaß dran habt, eure Armeen auf dem Schlachtfeld anzugucken. Dann bringt dieser Mod wirklich eher wieder viel, viel Neues anzugucken. Hier imperiale Ritter und zwar zu Fuß sind auch dabei. Eisenbombers gibt es ebenfalls. Hier vorne stehen mit kleiner und mit großer Flagge und es gibt auch ein paar neue Fähigkeiten. Man sieht zum Beispiel hier Jägerkorps. Man kann jetzt zum Beispiel Verteidigungsanlagen platzieren, nämlich Stakes, also Holzflöcke in den Bodenrahmen und die dann platziert werden, ist natürlich klar. Und wir haben sogar Feldingenieure hier auf der Seite für das Imperium, die sogar Artillerieeinheiten platzieren können, jedenfalls einzelne Artilleriestellungen und damit dann später natürlich auch schießen können. Ein paar neue Fertigkeiten gibt es auch noch und hier haben wir auch noch Dampf Hubschrauber, die Imperiumsingenieure mit Sicherheit mit ein bisschen Input von den Zwergen hergestellt haben. Wir haben sogar Lufttorpedos, die wir einmal hier ausprobieren werden. Aber keine Sorge, wir gucken uns das Ganze auch noch in der Kampagne an, wie man diese Einheiten rekrutieren kann. Das hat
Nicht schlecht zugehauen, Leute. Nicht schlecht zugehauen. Eiserne Kolosse von Lull hat außerdem noch mehrere Arten und Weisen, wie er schießen kann. Hier auf der Flanke haben wir noch mehr Nordlandeinheiten, Ritter des Nordsterns, aber auch der innere Zirkel, der innere Kreis der Reichsgarde. Nochmal ein spezielles Demigreifenregiment, die auf unvorstellbare Art und Weise sogar in der Lage sind, in eine Lanzenformation zu gehen, ähnlich wie die bretonischen Ritter, und dann auch ihre Boni bekommen. Und sie haben auch einen ähnlichen Charge-Effekt und Charge-Bonus, wie das mit den, ja, mit den bretonischen Rittern ist. Also die brechen da einfach mal gnadenlos durch. Da kommt Freude auf. Also erstmal ziemlich geil. Ich gehe jetzt nicht über jede Einheit einzeln, weil sonst bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Nur um nochmals, also ich gehe noch kurz in den Armee-Bildschirm, dann könnt ihr sie alle mal sehen. Kann man prinzipiell auch fürs Multiplayer mitnehmen, wenn euer Gegenspieler ebenfalls all die Einheiten-Mods aktiviert hat. Ihr seht, also es gibt auch neue legendäre Lords, wie zum Beispiel Kurt Hellborg, Arthur von Pretzen als Helden, Hans Zindler, Ludwig Schwarzhafen, Bertha Bestrafung und Egil Durchwald. Und wenn ihr natürlich noch krasser drauf sein wollt, könnt ihr noch Mixus legendäre Lords aktivieren, aber das ist jetzt gerade hier nicht dabei. Neue Infanterieeinheiten, neue imperiale Rittereinheiten, sehr viel mehr Geschosseinheiten, neue, die auch, ich habe die Jagdhunde vergessen, imperiale Greifenreiter, die auch eine der deutlichen Lücken meiner Meinung nach im Imperiumsroster momentan auffüllen, nämlich monströse Einheiten, die eine Höllenhammerkanone, die habe ich glaube ich gerade gar nicht mitgenommen in der Schlacht, deswegen haben wir sie nicht gesehen, aber sei es drum, Luftschiff, Steamcopter, das imperiale Landschiff, neuer Artillerie und so weiter. Einfach mal mehr Spielzeug und damit rumzuspielen. Und das könnt ihr jetzt alles auch natürlich in der Kampagne benutzen. Und hier sind wir in der Kampagne und die Änderungen sind ziemlich groß und interessant und machen das Imperium ein kleines bisschen spielbarer als davor. Geben ein bisschen wieder frischen Wind rein und ich glaube, mit diesen ganzen Mods probiere ich mal eine Imperiums No Loss Legendär Kampagne in den nächsten 2 Wochen. Oder jedenfalls bis dann, bis das Imperium so richtig rauskommt. So, was ist hier drin? Also erstens haben wir die Karawanenrouten. Klar, das ist jetzt rübergeschoben von der Chaos-Zwergen-Mechanik. Könnt ihr Karawanen nur durch die Gegend schicken, so wie das normalerweise eben auch bei Katai und bei den Chaos-Zwergen funktioniert. Als zusätzlicher Mod sind die kurfürstlichen Machenschaften drin, die von der Hochelfen-Mechanik gezogen worden sind, denn auch wenn die Kampagnenmechanik von Creative Assembly nur über Pay-Deals, also Zahl-DLCs, in die Kampagnen reinkommen, für die Fraktionen, für die sie ursprünglich da sind, können Modder sie nehmen und sie einfach in andere Fraktionen reinkopieren und dann kriegt ihr sie praktisch so umsonst. Es ist schon ganz lustig. So könnt ihr also die kurfürstlichen Machenschaften, was in die Intrige am Hof ist, bei den Hochelfen hier verwenden und hat endlich was mit eurem Prestige was anzufangen, was sich normalerweise nach einer gewissen Zeit extrem ansammelt. Kurfürsten, hier gibt es erstmal keine Änderung. Ich hoffe, da kommt was mit dem nächsten Patch von Creative Assembly raus. Und auch an dem Tech Tree habe ich jetzt erstmal hier nichts geändert. Bin der Meinung, keiner der Tech Trees, die ich je gesehen habe, waren so richtig gut. Es ist eigentlich immer dasselbe und die ganzen Buffs sind auch nur eher so meh. Aber daher, die sind einfach mal normal geblieben. Diplomatie natürlich auch und bei den Zielvorgaben hat sich hier konkret auch nichts geändert. Wo sich allerdings was geändert hat, ist, ihr startet jetzt mit Ludwig Schwarzhelm, eurem Champion von Karl Franz, und er hat auch die persönliche Standarte von Karl Franz in der Hand. Und ihr habt die Warband-Mechanik, die mit dem DLC der Chaoskrieger reinbekommen ist, auch jetzt hier praktisch kostenlos mit diesem Mod. Was bedeutet das? Ihr könnt hier zum Beispiel auf eure Reichland-Schwertkämpfe gehen und unten rechts auf Einheitenverbesserung klicken und habt jetzt hier die Warband-Mechanik, die es normalerweise eben nur für die Chaos-Key gibt, aber mit diesem Warband-Mechanik-Mod ist er auch für alle anderen drin. Ihr müsst noch den Kompatibilitäts-Mod installieren mit Sigmas Erst, damit er funktioniert. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Reikland-Speerkämpfer habt, upgraden auf Reikland-Schwertkämpfer, dann Reikland-Hillebardiere, Reikland-Greatswords, wenn ihr wollt, und so weiter. Diverse Upgrade-Pfade gibt es. Hier gibt es zum Beispiel einen Mörser-Upgrade-Pfad. Da könnt ihr vom Mörser später Richtung Großkanonen gehen, Höllenstromraketen, Lafette. Ja, der Dampfpanzer und der Eiserne Koloss des Nullen, der ist nicht verfügbar. Oder ihr habt hier den Kavalleriepfad. Hier unten könnt ihr von
Pistolieren auf Ritter des Imperiums, auf Reichsgarde kommen und später auf Demi greifen. Und es gibt so ein paar Upgrade-Pfade, die hier vorhanden sind. Und ihr seht, es gibt hier ganz, ganz viele Pfade. Das liegt daran, weil in die Rahmen dieses Mods hier auch unterschiedliche Reichland, Solland, Hochland, Stirland, Nordland und Averland und so weiter, Ostermark, Wissenland, Talabekland, Krieger dabei sind. Wenn ihr mit Mixus unlockert, zum Beispiel die anderen Fraktionen spielt, dann habt ihr da die Möglichkeit, die anderen Sachen, die anderen Truppen zu spielen. Hier die Fernkampfeinheiten sind jetzt hier interessanterweise nicht in der Lage, abgegradet zu werden. Reichland, Handgunners, aber andere Arten von Fernkämpfern gehen. Nicht nur das, wir haben auch ein neues Altdorf mit neuen Gebäudeketten, neuen Gebäuden drin. Also zum Beispiel sind hier die ganzen alten Gebäude rausgeflogen, die es ursprünglich gibt und ersetzt worden mit neuen. Das heißt, es sieht zwar so aus wie davor, aber es ist was Neues. Es ist hier nicht das Infanteriegebäude, sondern die Dogwatch Station, die es euch jetzt hier ermöglicht, Reichland Speerträger, Satzsolder und Reichland Schwertkämpfer und hier oben dann die Reichland Crossbowman und oben dann Jäger zu rekrutieren. Da müsst ihr dann hier allerdings noch den Schmied und die Waffenkammer bauen, um das zu kriegen. Artilleriegebäude, Gunsmith für Reichlands Gunners und Foundry, also die Schmelze für die Baracken, und hier oben braucht ihr den Engineer Workshop und könnt ihr auch das Airship bauen. Das heißt, da wird die Schmiede nochmal deutlich interessanter, als sie es davor gewesen ist, weil sie euch viel mehr Einheiten ermöglicht. Imperiale Akademie oben könnt ihr für die longitudinalen Rakete von fantastischer, akkurater Vernichtung bauen oder Feldingenieure ein, das eine oder andere, oder die Imperiale Ingenieursschule für die ganzen geilen Sachen, die wir gerade auch in dem kleinen Skirmish-Battle gesehen haben. Es gibt hier auch Imperiale Hof des Rechtes, der euch dann später den Hexenjäger gibt. Das ist alles ein bisschen anders, ein bisschen schöner. Klar, aus so einem alten Pferd wie Total War Warhammer holt man jetzt auch nicht mehr extrem viel Neues raus. Jedenfalls nicht die Modder. Die Modder sind natürlich darauf, also sie machen schon sehr, sehr viel, aber sie sind auch auf die Mechaniken von Creative Assembly angewiesen. Und was Eigenes zu erfinden, ist dann nochmal extra, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert oder wie viel Aufwand das benötigt. Ich glaube, so in den Code einfach direkt reingreifen, das kann keiner so richtig. Und die Kampagnenmechanik vollkommen verändern. Wobei, das gab es auch schon. Es gab ja auch schon Kampagnen, wie die Roleplay-mäßig vonstatten gehen. Also, aber das ist wohl so aufwendig, dass es dann auch eher weniger gemacht wird. Ihr habt außerdem neue Rekrutierungsmechaniken. Zum Beispiel seid ihr in der Lage, besondere Einheiten aus eurer Bevölkerung zu rekrutieren. Also das ist ein bisschen anders als davor, denn vielleicht kennt ihr Einheiten, die nennen sich Freischärler oder Flagellanten, die man früher zum Beispiel mit dem Altar des Sigma oder so rekrutieren konnte. Die gibt es jetzt hier nicht mehr direkt in Gebäudeketten zu rekrutieren. Stattdessen werden diese Einheiten Roleplay-mäßig direkt aus der Bevölkerung rekrutiert, indem ihr Raise Local Loyal Levy Forces aktiviert. Also es fühlt sich dann auch so ein bisschen auf, je nachdem, wie das ähnlich bei den Slayern ist, um sie zu rekrutieren. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Könnt ihr so nochmal extra neue Einheiten haben. Ich habe hier zum Beispiel jetzt übrigens auch normale Speerträger rekrutiert. Ihr könnt sie hier sehen, ihr habt normale Reichlandstruppen, wenn ihr im Reichland seid. Und wenn ihr allerdings in einem anderen Bereich seid, zum Beispiel in Null, könnt ihr dort die Wiesenlandtruppen rekrutieren. Gehen wir mal kurz hin. Eine kurze Belagerungsschlacht später. Ach Gott, ich hasse Belagerung. Oh mein Gott, wir sind fast tot, aber Karl Franz regelt. Und der gute alte Ludwig Schwarzhelm. Okay, halbe Armee verloren, aber das war's wert. So, sind wir da schon drin oder was? Die Antwort lautet ja und es hat sich gelohnt. Beziehungsweise noch nicht ganz, weil Null anscheinend keine Infanterie-Rekrutierungsmöglichkeit hat. Mist. So, aber ein paar Züge weiter ist es geschafft. Und jetzt könnt ihr sehen, wir können hier in der Tat Wiesenland-Infanterieeinheiten rekrutieren. Die andere Boni bekommen als die Reichland-Infanterie, obwohl die Reichland-Infanterie ist definitiv die geilste. Die bekommt nämlich einen Bonus auf ihren rüstungsdurchdringenden Schaden und das ist mega, mega gut. Okay, das hat jetzt zwar eine halbe Stunde gedauert, diese kleine Szene und dieser Schritt, aber sei es drum. Oh, außerdem können wir hier jetzt die neue Gebäudekette in Nullen sehen. Und auch hier gibt es jetzt eben die Wiesenlandstelle und die Wiesenlandgedönse.
Und die Nullner Kanonengießerei, die euch dann als einziges Gebäude den eisernen Koloss des Null von Nullen ermöglichen zu bauen. Er braucht natürlich vorher auch noch dieses die Imperiale Akademie und Gedöns. Und ja, auf jeden Fall ist es doch ein Ziel, das ich mir auch in meiner legendären Imperiums No Loss Kampagne mal auf die Fahne schreiben kann. Falls ihr Bock darauf habt, schreibt es mir dann gerne in die Kommentare rein. So. Und damit haben wir die ganzen Mods, die ganzen Änderungen durch. Also ich finde das schon mal ganz nett. Ja, ihr habt die Kurfürstlichen Machenschaften, ihr habt die Karawanen, ihr habt neue Gebäude, die ihr rekrutieren könnt. Ihr habt, also ihr könnt Levy Forces wie Freisteller und Flagellanten auf diese Art und Weise rekrutieren. Ihr habt übrigens aus dem neues legendäres Regiment sogar mehrere hier. Hier, Maidens. Die Maidens of Sigma sind ein neues Regiment. Ihr habt die ganzen Einheiten, Verbesserungsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel Speerträger haben wir vorher gesehen. Und das alles in allem gibt meiner Meinung nach ein ganz interessantes Paket. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Vorstellungsvideo gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Also supportet den Hamster gerne auf Patreon, falls ihr mehr Hamster-Content im deutschsprachigen Raum für Total Warhammer haben wollt. Vielen Dank.